Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Namenlos. Ja, in der letzten Folge waren wir dabei stehen geblieben, dass es uns schon wieder an Glas mangelt. Und ich habe einen Weg herausgefunden, wie wir uns Sand aus Cobblestone herstellen können, weil den haben wir genug. Und zwar pulverisieren wir den durch. Daraus entsteht Gravel mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit. Entsteht hier auch ein bisschen Sand. Das wird dann direkt zu Glas durchgeschmolzen, das wir auch hier schon haben. Dieses legen wir dann, oh, hier haben wir noch ein bisschen Stahl, hier rein und das wird dann weiter zu White Clear Glass verarbeitet, das wir brauchen, um unseren Growth Accelerator herzustellen, denn diese Samen da, das muss einfach ein bisschen schneller gehen. Deswegen, oh, ich hoffe, die brauchen keinen Strom, dann die Growth Accelerators. Ich weiß nicht. Aber wir können ja mal schauen, was wir für den anderen Bestandteile des ME-Systems noch brauchen. Dafür brauchen wir mal dies. Ein paar dies. Hard. Drives waren das, genau. Drive. Genau. Dieses hier. Und ja. Also die ME-Drive. Den ME-Drive. Dazu brauchen wir nochmal zwei Engineering Processors. Ein paar ME-Kabel, okay. Aber das sollte ja nicht allzu schwer sein. Das haben wir ja gleich. Durch. Dadurch, dass wir jetzt eh so viele Diamanten einfach haben, das ist ja halt echt abnormal. So, das können wir hier reingeben, oder? Nein, das ist die Silicon Press, die brauchen wir. So, wir brauchen auch noch ein bisschen Silikon, sehe ich gerade. Und dazu müssen wir einfach, genau, Sand pulverisieren. Genau, das heißt, wir brauchen auch noch ein bisschen Sand. Auch nicht nur Glas, sondern auch Sand. Da ist eh nichts mehr drin. So, den ganzen Gravel, der da drinnen ist, den können wir auf jeden Fall schon mal in die Kiste reingeben. Wenn der Cobblestone dann durchgepulverized ist, wird der Gravel zu Sand weiterverarbeitet. So, hier haben wir 7 Quite Clear Glass und damit können wir den Growth Accelerator dann auch schon mal herstellen, glaube ich. Growth Accelerator. Ah ja. Zack. Und zack. 1, 2. Jawohl. 2 Growth Accelerators haben wir auf jeden Fall mal. Den einen würde ich ganz gerne da herstellen. Oh, jetzt sind die Samen rausgespült worden. Den anderen stellen wir daher. Zack. Brauchen die Energie? Ja, brauchen sie. Wie lege ich zu denen am besten die Energie hin? Okay, schauen wir mal kurz. Hier durch. Jawohl, das sollte sie ausgehen. Da haben wir eh noch 4 Kabel. Mit denen sollten wir da hinkommen. Aber die verbinden sich auch nicht mit dem. Oh, 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 oh. Okay. Da müssen wir wohl mal warten und dann und es dann wahrscheinlich an einen ME-Controller anschließen. Schätze ich mal. Ui, 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 ui. Muss halt extrem lang warten dafür. Oder wir müssen es einfach nur oben anschließen. Das kann natürlich auch sein. Dass es hier an der Seite nicht geht und dass die Leitung von oben kommen muss. Nein, geht auch nicht. Okay, gut, dann müssen wir warten, bis wir den ME-Controller haben. Aber dazu brauchen wir eben diese Crystals. Egal, wir machen jetzt zweimal das andere, was wir noch brauchen. Nämlich, genau, den Scriber ist damit fertig. Dann machen wir noch einen von. Alter, wir haben so viele Dias, das ist unfassbar. Wieder mal vergessen, den Timer zu starten. Gut gemacht. Jawohl. So. Jetzt können wir da mal den Output ausschalten, den Cobblestone rausnehmen. Der zieht sich dann das rein, dann kriegen wir auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Sand. Oh, den würde ich auch gerne schnell machen. Ich muss mal kurz schauen. Pulverizer.
Basic. Resonant. Reinforced. Okay. Kann ich den nicht schneller machen? Ich dachte, ich kann den irgendwie ein bisschen upgraden oder so. Ja, nee, anscheinend nicht. Schade. Ich hätte den gerne ein bisschen geupgradet. Aber egal. So, 8 Sand haben wir. Das möchte ich gerne nochmal durch. Genau. Dann gehen wir das. Stopp. Da nochmal rein. Okay. Wie war das schnell? Verdammt. Wo habe ich jetzt schnell. Ach, ich bin so vergesslich. Silikon. Das war im Alloy-Smelter, ne? Ach so, Nidderquarz, das war das. Ah, klar. Ich bin ja auch ein kleines Vergess. Ein kleines Vergiss man nicht. So. Dann lassen wir den nochmal durchschmelzen da. Schnell. Gut. Dann lassen wir da den Gravel nochmal durchlaufen. Kann man gerne auf Auto-Output geben. Den Sand geben wir hier rein. Dann kriegen wir auf jeden Fall noch mehr Glas. So. Dann. Was brauchen wir? Genau, den Silikon. Das schmilzt eh gerade durch. Holen wir uns auf jeden Fall mal raus. Wo haben wir E12? Upsi. Hatten wir noch ein bisschen was? Können wir da rein. Link nicht. So, da. Eine Silikonpress und ein Silikon. Und noch ein Silikon. Jawohl. Haben wir direkt mal zwei. Wir brauchen jetzt zwei, glaube ich. Für unseren Drive. Aber, okay. Einen da, ein. Oh, habe ich das Silikon jetzt rausgeworfen? Nein, habe ich nicht. Da ist es. So. Und zack, noch einen und dann noch einen, bitte. Kann ich das so quick? Ja, passt. Nice. Gut, dann hätten wir das auch fertig und dann können wir schon den ME Drive machen. Denke ich. Ist nicht, was uns noch fehlen sollte. Machen wir mal den ME Drive. Gut, dann brauchen wir natürlich auch noch die Story. Upsi, Stores. Storage Cells. Also die Storage Cell, ja. Machen wir mal das 1K. Und dazu brauchen wir bitte den diesen hier. Und dazu brauchen wir, okay, Zertusquarz, Logic Prozessor und das war's. Gut, Zertusquarz und Logic Prozessor. Gut, den Logic Prozessor machen wir wie folgt. Und zwar brauchen wir dafür Gold, Silikon und Redstone. Gut. Zunächst nehmen wir uns ein bisschen Gold. Ein bisschen Gold. Gold hier. Dann die Logic Press. Jawohl. Dann tauschen wir das. Upsi. Tauschen wir das gegen die Silikonpresse aus und pressen uns noch ein Silikon durch.
Das wollte ich nicht. Ein Silikon durchgepresst, jawohl. Und dann pressen wir uns einen Logic Prozessor durch. Mal schauen, was kostet denn das nächste? Das wäre 4K. Da brauchen wir einen Calculation Prozessor, ein Quarzglas. Und wir. Okay, nein. Wir machen mal die 1K Storage. Das heißt, es kann von 63 verschiedenen Items insgesamt 1000 halten. Aber wir können uns auch gleich mehr machen, eigentlich. Wir machen uns gleich mehr. Und zwar brauchen wir dazu mal die Logic Press und. Also, Gold haben wir meins rausgeholt. Ne? Ja, machen wir aber das. Und machen mal das Silikon ein bisschen durch. So, den Drive haben wir schon. Ich würde sagen, wir stellen das ME-System dann hier so auf irgendwo. Hier kommen dann die ganzen Cells rein. Also, und auf den Cells wird dann unsere Items gespeichert. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch das Terminal auch noch. Ein Terminal. Das Crafting Terminal wäre ganz nützlich, aber wir brauchen auf jeden Fall das ME. Okay, dafür brauchen wir den Formation Core. Ein Certus Quartz, ein Fluix Dust und ein Logic Prozessor. Gut. Und das Gegenstück dazu brauchen wir auch. Den Annihilation Core. Dazu brauchen wir ein Nether Quartz, ein Fluix Dust und ein Logic. Okay. Gut, da können wir uns ein so eins machen. Also so ein ME-Terminal. Da können wir zumindest mal drauf zugreifen. Genau. Dann machen wir das mal schnell. So, dann haben wir das eine Silikon durchgepresst. Jetzt können wir uns nochmal schnell ein bisschen Gold holen. Jawohl. Zack. Dann nehmen wir die Logic Press und das Gold rein. Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich eher etwas langweiliger, weil es die ganze Zeit einfach nur so durchschicken ist durch etwas. Aber es lohnt sich auf jeden Fall am Ende. Gut, dann brauchen wir dieses hier rein und dieses hier rein. Aber es geht eh relativ zügig. Also ich wage mich zu erinnern, dass in einer der vorigen Versionen diese weil das Crafting Terminal zu Adam Mod of Infinity Energy Store. Infinity Energy Loss. Okay. Wie craften wir das? Alles klar. Aber was? Beyond Range Limit. Warp and Cross Dimensions. Alles klar. To use the wireless crafting terminal beyond the range limit of. Oh, nice. Okay. Das können wir uns irgendwann dann auch mal machen. Dann können wir von überall auf unser ME-System zugreifen. Was natürlich recht praktisch ist. Weil das heißt, nie wieder Platzmangel im Inventar. Gut. Also, dann craften wir den mal schnell zurück zu dem Fluix. Denn ich würde mir ganz gerne eben dieses Terminal noch schnell machen. Dazu brauchen wir. Ach, verdammt. Aber das andere können wir machen, glaube ich, oder? Ah, ne, Fluix, das brauchen wir ja. Gut, dann jage ich das nochmal schnell durch den Pulverizer durch. Sollten wir genug Fluix Dust haben. So, den Gravel können wir da nochmal rein tun. 1, 2, eigentlich brauchen wir eh nicht mehr als 2. Egal, machen wir einfach 4. Zack, 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 zack. Jawohl. Sag, wie mache ich eigentlich diesen hier? Dazu nehme ich ein Calculation Press mit einem Pure Zetus Quartz. Okay, und das braucht wieder einen Samen. Uiuiui. Verstehe. Und wie crafte ich mir den? Zertus, Quartz, Dust und Sand. Okay. I see. Da haben wir jetzt genug Glas auch wieder drinnen. Oh, 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 der schmelzt mir das durch. Oder? Nein? Nein. Okay, tut er nicht. Tut er nicht. Gut, 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 gut. Ah, den Sand schmilzt er gerade durch. Gut. Haben wir genug Dust auf jeden Fall. Dann machen wir. Nein. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich das andere zuerst, weil das können wir uns schon machen. Dann holen wir uns nochmal schnell ein bisschen Certus Quartz.
Aber hier. Zack, zack. Da. Da. Dieses hier. Zack. So. Ah. Was wir auch noch machen müssen, ist das hier. Das Dark Illuminated Panel. Das hier. Redstone. Quarzglas. Dieses blöde Quarzglas. Entschuldigung. Aber das geht mir irgendwie auf die Nerven. Dass wir immer nur Quarzglas brauchen. So. Quarzglas. Glowstone, Dust, Redstone und Iron. Okay, wir brauchen ein bisschen Glowstone. Das dem Inventar. Sollten wir haben. Ja, genug auf jeden Fall. So. Dann sollte das auch gehen. Jawohl. Haben wir drei Dark Illuminate Panels. Und dann können wir uns auch schon das erste ME-Terminal machen. Jawollo. So ist das geil. Gut. Instweilen. Ha. Haben wir einen Energy Acceptor eigentlich? Im Modpack. Energy Acceptor. Okay. Der wäre natürlich nicht schlecht. Wenn wir uns den noch schnell machen. Quarzglas. Natürlich, Quarzglas. Wer hätte es auch anders gedacht? Dazu muss ich mir aber da noch schon ein bisschen was durchpulverisen. Von dem hier. 5. Sollte reichen. Gut. Glaube ich. Dann Quarzglas. Oh, wir brauchen Glas. Ist aber kein Problem. Glas haben wir ja mittlerweile genug. Tauschen wir das durch das Cobblestone jetzt zweimal aus. So. Quarzglas. Zack. Oh. Den Fluix Crystal. Brauchen wir jetzt. Zack. Und jetzt sollte es aber gehen. Jawohl. Und damit können wir jetzt, glaube ich, auch diese Growth Accelerators anschließen. Wenn mich nicht alles täuscht, dann graben wir uns hier raus, packen den hier rein und jetzt müssten wir das so anschließen können. Jawohl. Ja, jetzt funktioniert das Ganze auch. Oh, jetzt habe ich die Sammeln eingesammelt. Macht nichts. So. Okay, vielleicht sollten wir es anders machen. Jawohl. Und zwar so. Und jetzt hauen wir die hier. Oh. Nein, habe ich die jetzt gelöscht. Oh. Okay, aber die darf ich mir wieder cheaten. Die cheate ich mir. Oh, doch nicht. Oh, sie wurden rausgeworfen. Nice. Wie viel habe ich jetzt? Eh noch 12. Passt. Gut. Gut. Die geht da einer vor sich hin. Wir haben zwei Growth Accelerators angeschlossen. Dadurch sollte das jetzt deutlich schneller gehen. Hoffe ich zumindest. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Mann, können meine Hunde nicht einmal die Fresse halten, wenn ich mein Auto machen will? Dankeschön. Gut, wie gesagt, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Die Glocke aktivieren, nicht vergessen. In diesem Sinne, macht's gut, bis dann und ciao.